Die Kleinen gingen als Erste auf die Strecke beim traditionellen Reutlinger Stadtlauf. Und die war zum 25. Jubiläum der Veranstaltung ganz neu abgesteckt. So liefen die Bambinis aus der Katharinenstraße durchs Ziel auf dem Marktplatz und direkt in die Arme von Schirmherrin Barbara Bosch, die höchstpersönlich die Medaillen verteilte. Neu dieses Jahr auch der Namenssponsor Solcom. Was geblieben ist, ist die Streckenlänge von 2,5 Kilometern, die die Läufer im Hauptlauf viermal, Laufanfänger nur zweimal abgrasen mussten. Und auch am mitfiebernden Publikum hat sich nichts geändert. Die Ergebnisse und mehr zum Reutlinger Altstadtlauf gibt's in unserem Sportticker.